habe heute das Vorrecht, heute von dem Wort Gottes erzählen zu dürfen, weil mein Mann heute nicht da ist. Und als er mich gefragt hat, ob ich das mache, da war mir eigentlich recht schnell klar, worüber ich reden möchte. Ich war schwanger, zweideutig, wie ihr seht, mit dieser Predigt. Schon seit vielen Monaten beschäftigt mich das Thema Elternschaft. Elternschaft ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ja, in den letzten 20 Jahren, meine Töchter sind schon 19 und 21, hat sich wirklich ganz, ganz viel verändert. Und man wird überrannt von Informationen über Schwangerschaft, Geburt und Erziehung. Also es ist echt enorm, aber es kann einen auch ganz schön wirr machen. Von Helikoptereltern zu nicht schimpfen, Kinder kriegen Depressionen. Also man wird so übermannt, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und eins habe ich gemerkt, unsere Gesellschaft tut einen ganz, ganz großen Druck auf uns Eltern ausüben. Aber ich habe auch gemerkt, es ist eine Chance für uns als Eltern, die Jesus in ihrem Herzen tragen. Denn wir haben eine große Chance, unsere Kinder zu prägen. Und bevor ich jetzt richtig anfange, möchte ich gerade noch um Gottes Segen bitten. Ja, lieber Jesus, ich danke dir für dieses Vorrecht, Herr, über dein Wort reden zu dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir alle Aufregung nimmst, Herr, sondern dass dein Heiliger Geist jetzt redet, nicht ich, nicht mein Fleisch, Herr, sondern dein Heiliger Geist, dass es unsere Herzen erfasst, Herr. Ich danke dir und ich preise dich und ich bitte dich um deinen Segen für jedes Herz heute Morgen, das heute hier ist. Amen. Ich habe dann einen ganz interessanten Satz gelesen, und zwar: Laut Psychologen gilt für ein Kind, das, was du in deinen ersten 6 Lebensjahren erlebst, gilt als normal für dich. Das heißt, alles, was ihr euren Kindern die ersten 6 Jahre vorlebt oder sagt, das gilt für sie als ganz normal. Das nehmen sie einfach an, ohne groß Fragen zu stellen oder zu hinterfragen. Das ist ganz normal für sie. Und das sehe ich als die größte Chance für uns Christen überhaupt, dass wir da einen Samen sehen können, hinein in ihr Herz. Denn wir sind nicht perfekt. Wir müssen keine Angst haben, aber es gibt einen perfekten Vater, und das ist Gott. Gott ist der einzig perfekte Vater. Wenn wir mal was falsch machen, dann dürfen wir zu ihm kommen und dürfen um Vergebung bitten. Das ist, finde ich, ganz wunderbar. Wir müssen nicht diesen Druck auf uns nehmen. Natürlich sollten wir nach bestem Wissen und Gewissen unsere Kinder erziehen. Egal wie alt sie sind, sie bleiben immer unsere Kinder. Aber ich denke, zuerst müssen wir eine Sache betrachten. Und zwar unsere eigene Beziehung zu Gott. Wo stehst du? Wo stehst du zu deiner Beziehung zu Gott? Denn leider ist es oft so, dass wir Altlasten mit uns rumschleppen, weil auch unsere Eltern waren nicht perfekt. Sie gibt es einfach nicht, die Perfekten. Die einen sagen, ich hatte eine super Kindheit, aber ich denke, es gibt immer eine kleine Sache, die auch unsere Eltern nicht richtig gemacht haben, weil alle haben irgendwo eine größere oder kleinere unperfekte Prägung, wie ich sie mal nennen möchte. Und da möchte ich auch von mir erzählen. Ich zum Beispiel hatte am Anfang nach meiner Bekehrung ein ganz großes Problem, diese Vaterliebe Gottes anzunehmen. Weil ich leider einen Vater hatte, der mir nie Liebe gegeben hat. Der hat mich nie in den Arm genommen und mir gesagt, dass er mich liebt. Ich habe das nie erfahren. Und das ist schwer, dann die Liebe Gottes anzuerkennen. Es hat ihm Freude gemacht, mir Angst zu machen. Ich werde es nie vergessen, einmal nachts, da war ich gerade 5 Jahre alt, habe tief und fest geschlafen, da höre ich nur. Da hat er sich mit einer Taschenlampe bestrahlt, mit einer Monstermaske auf. Und hat sich kaputt gelacht, dass ich geschrien und geweint habe. Und es war tief in mir. Dieses Vaterliebe, was ist das? Aber ich habe es vor Gott gebracht. Und er hat mein Herz mit so einer Vaterliebe erfüllt, dass ich meinem Vater heute nicht mehr böse sein kann. Und ich habe ihm vergeben. Und heute weiß ich auch, dass er genauso einen Vater hatte. Mein Vater ist schwerster Alkoholiker, seiner war genauso. Er wurde auch nie geliebt. Was soll er dann weitergeben ohne Gott? Das kann er gar nicht. Ich weiß nicht, wie du deine Kindheit erlebt hast. Aber ich denke, wir müssen uns heute fragen, wo stehe ich heute? Wie sieht's aus? Was für ein Elternhaus hatte ich?
und wie möchte ich es weitergeben? Und wir dürfen uns an einem das Beispiel nehmen, an Gott. Ich darf euch beruhigen, wir werden nie perfekte Eltern, aber wir wissen, wo wir hingehen können, um uns Hilfe und Weisheit zu holen. Bei Gott, unserem einzigen perfekten Vater. Lasst uns das genauer betrachten. Ich habe ein paar Bibelverse mitgebracht und möchte sie mit euch lesen. In Genesis 2, 7 bis 9 steht, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Da pflanzte Gott der Herr einen Garten Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Frucht trugen. Und in der Mitte des Gartens wuchs der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und weiter in Genesis 2, 23 und 24. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Und noch Genesis 2, 16 und 17. Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte isst, musst du auf jeden Fall sterben. Gott hätte uns Menschen nicht gebraucht. Er war in vollkommener Liebe mit Jesus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist vereint. Er hätte dich und mich nicht gebraucht. Aber er hat so eine Liebe zu uns und er wollte uns. Und er hat uns so erschaffen, wie du bist. Was sagen uns diese Verse genau? Gott möchte, dass du du bist, so wie du aussiehst, mit deinem Charakter, mit deiner Identität. Und ich finde es so toll. Der wollte keine Marionetten, die alle so vor ihm stehen und ihn anbeten. Nein, er hat Adam und Eva schon als Individuen geschaffen und uns auch. Und ich finde, es ist beruhigend. Du darfst du sein. Er liebt dich unendlich. Gott liebt bedingungslos. Wir haben gehört, er hat die Menschen geschaffen, einen wunderbaren Garten. Er gibt uns die Identität als Kind Gottes durch den Opfertod von Jesu Christi. Wir dürfen seine Kinder heißen. Das finde ich was ganz Besonderes. Das vergisst man oft, wenn man so länger Christ ist. Das ist was Besonderes. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Es ist für mich immer beruhigend. Ich weiß immer eine Adresse, wo ich hingehen kann. Und was auch ganz wichtig ist, Gott steht zu seinem Wort. Das verändert sich nie. Es bleibt immer gleich. Wir dürfen uns immer darauf verlassen. Und er stellt auch klare Regeln auf, wie wir gehört haben. Einen ganzen Garten haben wir, aber nur von dem einen Baum sollten Adam und Eva nicht essen. Er sagt uns auch ganz genau in seinem Wort seine Regeln. Und Gott erzieht uns auch zur Eigenverantwortung. Das heißt, er erspart dir auch nicht immer alles. Du sollst wachsen. Er möchte uns erziehen. Deine Entscheidungen haben auch Konsequenzen. Gott konfrontiert uns auch mit unseren Verfehlungen. Er macht die Augen nicht zu. Er spricht darüber mit uns. Aber er gibt uns auch immer eine Chance, wenn wir nach Verfehlungen echte Buße tun. Und ich denke, das sind ganz tolle Zusagen, die Gott uns da macht. Ich möchte heute aber nicht nur über die leibliche Elternschaft sprechen, sondern auch über die geistliche. Ich weiß nicht, ob du geistliche Eltern hattest. Ich finde, dieses Thema ist in unserer heutigen Gesellschaft etwas untergegangen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, eine geistliche Mutter und einen geistlichen Vater zu haben, um zu wachsen. Und ich habe das Ganze in 5 Punkte zusammengefasst, wie es mit leiblichen und geistlichen Kindern ist, wo man Vergleiche auch ziehen kann, weil es sind sehr viele Ähnlichkeiten. Und zwar, wenn ein Kind auf die Welt kommt, kümmern wir uns um sie, wir umsorgen sie, aber wir lehren sie auch. Wenn jetzt mein Baby kommt, das kann ich nicht in der Ecke stellen, kann sagen, mach dir mal das Essen, da ist der Kühlschrank, na, also da ist die Toilette, sondern ich gebe ihm zu essen, ich wickel es, ich liebe es.
Das ist, glaube ich, was ganz wichtig. Kinder ohne Liebe können nicht gesund aufwachsen. Da fehlt das Wichtigste. Das ist so existenziell, diese Liebe und Fürsorge, die wir unseren Kindern geben. Und wenn sie Eltern werden, dann geben wir ihnen das Wort Gottes. Wir sehen einen Samen in ihr Herz. Wie wir gehört haben, ich erinnere an die ersten 6 Jahre, wo für sie alles ganz normal ist, was wir ihnen sagen. Wir haben so eine große Chance, da mit ihnen zu beten, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Verpasst ihr die oder ich, dann haben wir ganz viel falsch gemacht. Gott lebt uns das vor und wir dürfen es nachleben. Und ähnlich ist es auch mit geistlichen Kindern. Gott sagt in seinem Wort, sie brauchen die Milch. Und das ist das Wort Gottes, die unverfälschte Milch. Das heißt, es langt nicht, wenn sie hier sonntags herkommen und das Wort Gottes hören. Nein, das reicht nicht aus. Sie brauchen Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Sie müssen sehen, wie wir leben. Sie müssen mit hineinkommen in unsere Familien und es kennenlernen, so wie unsere Kinder auch. Wir stellen sie auch nicht irgendwo ab. Und das ist, finde ich, so wichtig. Also ich und mein Mann, wir hatten das Vorrecht, geistliche Eltern haben zu dürfen. Wir haben mehrfach pro Woche Gemeinschaft gehabt. Wir haben miteinander gegessen, wir haben miteinander gebetet, wir haben das Wort studiert. Sie haben uns alles erklärt. Sie waren ein großes Vorbild für mich. Aber sie haben auch immer gesagt, ich bin nicht perfekt. Schau auf Jesus. Das hat mir viel geholfen. Aber das war so wichtig. Und ich denke, das ist für uns alle wichtig, zu prüfen, an welchem Punkt stehe ich. Bin ich noch ein Kind, das Milch braucht? Oder bin ich schon so weit, um mein geistliches Kind zu fördern? Ich weiß heute, dass ich ohne sie nicht so geistlich gewachsen wäre. Auch meine Kinder wären nicht so, wie sie heute sind, wenn ich sie in die Ecke gestellt hätte und mach mal alleine. Das ist für uns ganz klar. Aber bei geistlichen Kindern denken wir oft anders. Da muss Hunger sein, die müssen das alleine machen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir hier sie unterstützen. Dafür sind wir als Gemeinde da. Hierzu habe ich auch einige Verse, einmal für die leiblichen Kinder aus 5. Buch Mose 11, 19. Da heißt es, bringt sie, die Gebote des Herrn sind da gemeint, euren Kindern bei und redet über sie, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder aufsteht. Also wir sollen früh den Samen sehen. Und geistliche Kinder sehen wir am Beispiel von Paulus in der Bibel. Er hatte viele geistliche Kinder, aber 3 von ihnen nannte er seine Söhne im Herrn. Mit diesen verband ihn eine tiefe Beziehung. Diese waren Timotheus, Titus und Onesimus. Wir können das lesen im 1. Korinther 4, 14 bis 17. Da sagt Paulus, ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu warnen. Selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch Christus nahebringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater in Christus Jesus, als ich euch als Erster die Botschaft Gottes verkündete. Deshalb bitte ich euch jetzt, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleich zu tun. Und deshalb schicke ich euch auch Timotheus, damit er euch dabei hilft. Denn er ist mein geliebter und zuverlässiger Sohn im Herrn. Er wird euch an das erinnern, was ich in den Gemeinden über Christus Jesus lehre. Also als ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich eigentlich gemerkt, was für ein Herz Paulus da für seine geistlichen Kinder hatte. Er sagt nicht nur viele Erzieher, sondern nur einen Vater. Er hat sich wirklich als Vater gefühlt für sie, er hat sich um sie gesorgt. Der 2. Punkt, wir schützen unsere Kinder durch Gebet und Ermahnung. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig. Das lege ich euch als Herz, als geistliche oder leibliche Eltern, jeden Tag für eure Kinder zu beten. Und nicht mal nur so morgens schnell, sondern es muss ein Opfer sein, das aus dem tiefsten Herzen kommt. Egal wie alt, ob sie ein Jahr sind, ob sie 2, ob sie 20, ob sie 30, ob sie 40 sind. Ich glaube, das vergeht nie. Das muss man jeden Tag tun für beides. Also wenn ich heute meine geistliche Mama anrufe, die sagt immer noch, ich bete jeden Tag für euch. Da sind wir einfach in den Herzen und ich finde es so schön zu wissen, da steht jemand hinter mir und betet jeden Tag für mich. Das ist einfach wunderbar und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Eltern, wirklich
jeden Tag für unsere Kinder zu beten, um sie unter den Schutz Gottes zu stellen, dass sie weise Entscheidungen treffen in ihrem Leben. Da sagt Paulus auch in Galater 4,19, aber meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Geburtswehen, das ist nicht mal so ein schnelles Gebet. Geburtswehen, also die sind schon ein bisschen länger. Jeder, der schon ein Kind gekriegt hat, der weiß das. Gott stellt aber auch ganz klare Regeln auf. Und wir haben die Wahl, sie zu befolgen oder nicht. Ich habe ja gesagt, wir sind keine Marionetten. Wir sind freie Kinder. Wir entscheiden dadurch aber auch über die Konsequenzen. Und ich denke, das ist ein Punkt, den man gut in seine eigene Erziehung mit einfügen kann. Wir lassen den Kindern die Wahl, aber wir geben ihnen ein gesichertes Umfeld. Das gibt den Kindern Sicherheit, wenn wir klare Grenzen und Regeln aufstellen. Ich denke, das ist gut zu wissen. Natürlich möchte ich nicht alle Erziehungsbücher schlecht reden, versteht mich nicht falsch, aber mir hat es einfach eine Freiheit gegeben. Wie Gott erzieht, so darf ich auch erziehen. Ich darf mit Liebe und Sicherheit, aber doch mit Regeln erziehen, so wie Gott es auch macht. Natürlich ist hier die Voraussetzung, damit haben viele Eltern oder auch ich früher immer ein großes Problem, konsequent zu sein. Die Regeln dann auch durchzusetzen mit den Konsequenzen. Sonst heißt es, naja, die Mama, die sagt da was und es passiert sowieso nicht. Natürlich entsprechend dem Alter des Kindes. Aber das Wichtige ist, dass Kinder immer spüren, dass egal, was sie getan haben, dass wir sie immer lieben. Und dass wir immer wieder vergebungsbereit sind und nicht verurteilen. Und dass wir ihnen auch erklären, dass Gott der einzige perfekte Vater ist. Dass wenn wir was falsch machen, dass wir auch nur Menschen sind, aber dass sie sich an Gott hängen müssen. Das können wir von klein auf ihnen erklären, dass Jesus ihr bester Freund sein will. Ich denke, das ist so, so wichtig. Und ich bin heute so froh, dass mein Mann und ich uns zu einer Zeit bekehrt haben, wo unsere Kinder sehr klein waren, dass wir diese Möglichkeit hatten, ihnen das so weiterzugeben. Das haben wir leider nicht erfahren. Zwar später, aber das war für mich so leicht, das dann ihnen zu zeigen. Und sie haben es so einfach angenommen. Ich werde nie vergessen, die Laura hat immer gesagt, ich sehe heute gar keine Sterne. Fallen die jetzt gleich vom Himmel und Jesus kommt wieder? Das war so natürlich für sie. Das fand ich so, so schön. Wir sind gefahren und sie hat dann immer so Fragen gestellt. Das ist so ein Wissenshunger und den müssen wir einfach stillen. Ich finde es wunderbar, dass Kinder das so sofort glauben. Und das ist einfach schön. Aber auch geistlichen Kindern müssen wir sagen, wenn sie was falsch machen. Und glaubt mir eins, wenn wir, wie in Punkt 1 gesagt haben, diese Beziehung zu ihnen aufgebaut haben, dann ist es auch kein Problem. Dann wenden sie sich nicht von dir ab, weil es ist eine Liebe da. Das ist wie in der richtigen Familie. Die drehen sich nicht weg. Ich finde es eher lieblos, wenn wir unsere geistlichen Kinder sehen würden, wie sie in die Irre laufen und nichts sagen. Das ist für mich lieblos. Man soll das natürlich in einer gewissen Art und Weise sagen. Immer mit Liebe. Nicht hier so, ey, das war falsch, sondern schon in Liebe erklären. Dann werden sie es auch annehmen. Und das ist ja auch das, wir sollen korrigieren, auch untereinander. Wir sind Vorbilder oder auch Mentoren. Da habe ich einen Satz mitgebracht von Stephen Covey, der euch zum Überlegen bringen soll. Das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Ich wiederhole es gerade nochmal. Das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Was heißt das? Nicht nur meine Worte haben Macht, sondern vor allem mein Handeln. Und wenn das nicht übereinstimmt, mein Handeln mit meinen Worten, dann kann ich reden, so viel ich will. Das kommt nicht an. Ich bin ein Vorbild für meine Kinder. Ihr seid Vorbilder für eure Kinder. Ihr seid Vorbilder für eure Nachbarschaft, für eure Arbeitskollegen, für Menschen, denen ihr vom Glauben erzählt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir nicht nur sonntags hier sind und ja, ich glaube an Gott und daheim, ja, da denken die Nachbarn, was ist denn da nebenan los? Es muss zusammenpassen, was wir sagen und was wir tun. Denn wir sind ein lebendiges Vorbild und es hat große Macht, zum Guten oder auch zum Schlechten. Ich fand es zum Beispiel immer sehr interessant, wie unsere Kinder, die haben gern Barbie gespielt
Und oft haben sie uns nachgespielt als Eltern. Da kamen dann so Sätze, die eigentlich nur Erwachsene sagen. Oder sie haben und mit den Barbies geschimpft, so wie ich mit ihnen geschimpft habe. Und da habe ich gesagt, ups, oh, das war vielleicht nicht so gut, was ich da gesagt oder gemacht habe. Aber man merkt es gar nicht. Die übernehmen sogar deine Wörter, wenn sie ganz klein sind, und überraschen einen dann damit. Und ich denke, da sollten wir nachdenken, was wir tun. Jedes gesprochene Wort oder jede Tat bleibt tief in den Herzen unserer Kinder. So ist es auch mit geistlichen Kindern. Da müssen wir uns auch bewusst sein, dass sie auf uns schauen. Wir dürfen Mentoren sein. Wir dürfen für sie da sein, wenn sie wachsen im Glauben. 2. Timotheus 3, 10 und 11. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast die Art, wie ich lebe, und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Ich kann mich erinnern, ich habe zu meiner geistlichen Mutter am Anfang total aufgeschaut und wollte so sein wie sie. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt, sie war mir ein super Vorbild, bin ich dann selber weitergewachsen. Und das denke ich ist ganz wichtig, sie sind unsere Vorbilder. Du bist ein Vorbild. Wenn du jemanden an der Seite hast, dem du Gottes Wort gesagt hast, du bist ein Vorbild. Und ich denke, das müssen wir uns ganz bewusst sein. Nicht nur den Kindern, auch den Menschen in der Gemeinde oder den Menschen, denen du vom Glauben erzählst. Und wir sollen Freude an unseren Kindern haben. Und vergebungsbereite Liebe. Egal, was zwischeneinander vorfällt, ob zwischen deinen Kindern und dir oder auch in der Gemeinde oder auch zwischen geistlichen Eltern und Kindern, wir müssen immer vergebungsbereit sein. Weil wenn wir nicht anderen vergeben, kann auch Gott uns nicht vergeben. Und es wachsen bittere Wurzeln, wenn wir nicht vergeben. Und es ist der Tod eines jeden Christen. Außerdem ist es auch sehr wichtig, dass wir um Entschuldigung bitten können. Egal wie alt die Kinder sind, ob sie 2, 3, 4, 5 sind, manchmal fällt uns das schwer. Ich kann mich noch erinnern, ich habe oft abends vor den Betten gestanden und habe gesagt, oh, heute warst du keine gute Mama, morgen muss ich mich entschuldigen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch erkennen, wo wir einen Fehler gemacht haben, damit unsere Kinder uns ernst nehmen und auch sehen, meine Mama, der bin ich wichtig. Und das ist auch, indem ich Entschuldigung sage. Und auch, wenn du als geistliches Vorbild was falsch gemacht hast, nicht stolz sein. Wenn wir fallen, dürfen wir auch wieder aufstehen und wir dürfen uns entschuldigen. Ich denke, das ist menschlich. Und wir sollen uns an unseren Kindern erfreuen, an jedem Fortschritt, an jeder Geste, ob leiblich oder geistlich. Wir sollen uns freuen, wenn sie im Glauben wachsen. Wir sollen uns freuen, wenn unsere Kinder groß werden. Das ist einfach was Schönes. Kinder sind ein anvertrautes Geschenk für eine Zeit. Und die Zeit müssen wir genießen. Ob geistlich oder leiblich, das bleibt dasselbe. Und dann der 5. Punkt an dem Knabbern vieler Eltern. Übertragen von Aufgaben. Wenn sie noch daheim sind, dann geht es ja noch. Irgendwann, wenn sie heranwachsen, dann müssen wir ihnen auch Aufgaben erteilen. Sonst sind wir so Helikoptereltern, die über sie immer gucken, dass sie ja nichts falsch machen. Sie dürfen auch Fehler machen und wir dürfen sie loben. Nur so werden sie selbstständig. Ich sehe leider heute sehr viele Kinder, die sehr unselbstständig sind. Die schaffen sich mal mit 15, 16 einen Arzttermin zu machen. Ich denke, es ist wichtig, unsere Kinder auf dieses Leben vorzubereiten. Geistlich gesehen, aber auch für die Welt vorzubereiten, damit sie erstens geistlich heranwachsen, weil irgendwann müssen sie die eigene Entscheidung treffen, ob sie Jesus nachfolgen oder nicht. Wenn sie in einer christlichen Familie aufwachsen, heißt das nicht, dass sie auch gleich bekehrt sind. Sie müssen den Schritt irgendwann selbst tun. Aber wir haben die Möglichkeit, viele Jahre ihnen einen Samen hineinzusehen. Und Gott sagt, er wird aufgehen. Aber wir müssen aufpassen, was wir sehen. Und so ist es auch mit den geistlichen Kindern. Irgendwann müssen wir sie gehen lassen. Ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ganz wichtig, ihnen Aufgaben zu erteilen, damit sie selber weiter wachsen. Und was ist das Wichtigste daran? Es entsteht Multiplikation. Das ist das Wichtige. Nicht nur den Samen sehen und aufgehen sehen, sondern sie zu führen, dass sie bestärken, dass sie wachsen und dann hinausschicken und sie müssen wieder dasselbe tun.
Das müssen wir mit unseren Kindern, aber auch mit den Geistlichen. Ich weiß, das Abnabeln ist ein ganz schwieriger Punkt. Da hatte ich sehr schwer dran zu knabbern, weil die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verändert sich. Aber wenn du ein gutes Fundament gebaut hast, kommen Kinder immer wieder gern. Und sie fragen dich um Rat und sie sind für dich da und du bist für sie da. Und so ist es auch heute noch mit meiner geistlichen Mama. Das ist einfach eine Verbundenheit, auch über 150 Kilometer. Das ist wie, als hätte ich sie gestern gesehen, wenn wir uns nach Monaten wieder anrufen. Und ich denke, das ist so wichtig, diese Einheit zu haben, von der auch Jesus spricht, die Einheit im Geist. Und die sollten wir auch mit unseren Kindern haben. Haltet sie nicht fest, lasst sie gehen, auch wenn es schwer ist. Es schmerzt, aber sie müssen selbstständig werden. Paulus sandte auch Timotheus als seinen Stellvertreter in die Gemeinde von Korinth. Da sehen wir es auch. Und so geschieht Multiplikation. Also, ich möchte euch ermutigen und herausfordern, euch eurer eigenen Geschichte, eurer Kindheit zu stellen. Egal wie schmerzhaft sie ist, legt sie vor Gott, prüft, wo ihr steht und lasst euch von der Vaterliebe wirklich überschütten. Und gebt euren Kindern wirklich euer Innerstes preis, das, was euch beschäftigt. Liebt sie, wo ihr könnt. Freut euch an ihnen. Und werdet geistliche Eltern. Stellt euch vor, jeder von euch hätte ein geistliches Kind und würde all die Schritte durchmachen, Samen sehen, sie erziehen, sie lieben und dann hinausschicken und Multiplikation. Wir werden in kürzester Zeit doppelt so groß. Ist das nicht eine tolle Botschaft, die Gott uns gibt und die Gott uns vorlebt? Wir dürfen dankbar sein dafür, dass er uns so liebt. Und wir dürfen kommen, wie wir sind. Ich denke, das ist ganz wichtig. Amen. Ich würde euch gerade noch bitten, aufzustehen. Ich möchte noch zum Ende beten.